Die EZB senkt die Zinsen und in dem Moment steigt Gold auf ein neues Allzeithoch. Ist das ein Warnsignal? Wir haben auf der einen Seite sinkende Zinsen. Das ist gut für das Gold, das ja unverzinst ist. Dementsprechend wird die Differenz eben immer kleiner, wenn die Notenbanken die Zinsen senken. Das ist schon eine klare Geschichte auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, warum senken denn die Notenbanken die Zinsen? Naja, weil offenkundig die Wirtschaft so schwach dasteht. Und dann sagen sich die Investoren, na gut, die Notenbanken senken die Zinsen, weil sie im Zweifel wohl lieber verhindern wollen, dass die Wirtschaft in eine dicke Rezession abgleitet, als dass man irgendwie dann wirklich ernsthaft noch die Inflation bekämpft. Die Inflation nimmt man lieber im Kauf, wenn man die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, weil man damit auch die enorme Verschuldung gleichzeitig noch ein bisschen weginflationieren kann. Und das könnte erklären, warum wir diese Flucht in den sicheren Hafen des gelben Edelmetalls heute sehen. Und das Ganze könnte sich noch fortsetzen, obwohl der September eigentlich ein ziemlich übler Monat für Gold ist. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Starten wir zunächst mal mit dem, was mein Kollege Hannes Zipfel hier feststellt. Die EZB treibt den Goldpreis mit ihrer Zinssenkung auf ein neues Allzeithoch, in Euro sowieso, aber auch in Dollar hat Gold das heute geschafft. Wir haben also das Intraday-Hoch vom 12. April in Euro jetzt gerechnet aus dem Markt genommen. Und hier sehen wir das mal relativ klar. Die EZB hat die Zinsen 14.15 gesenkt. Das war jetzt nicht gerade eine Überraschung eigentlich. Also das war ja klar. Und im Grunde Mitte dieser Senkung und dann der anschließenden Pressekonferenz sehen wir diesen sehr, sehr deutlichen Anstieg auf in der Spitze 2.555 Dollar. Also irgendwie scheint da ein Zusammenhang zu bestehen zwischen dieser Zinssenkung, die wie gesagt nicht überraschend war, und dem, was wir dann bei Gold gesehen haben. Jetzt sagt mein Kollege Hannes Zipfel dann weiter, die Zinsen haben Luft nach unten, und er meint damit die Kapitalmarktzinsen, also hier etwa die einjährige Rendite der deutschen Staatsanleihe. Da sehen wir, das geht ja tendenziell nach unten, ebenso wie die US-Staatsanleihen. Die reagieren einerseits auf eine sich immer stärker abschwächende Wirtschaft und andererseits eben auf die sinkenden Zinsen, die man jetzt erwartet. Und das kontrastiert mit Gold, das, glaube ich, in Euro jetzt 28% gestiegen ist seit Jahresbeginn, also ziemlich heftig. Und ich hatte es anfangs gesagt, der September ist normalerweise kein guter Monat für Gold. Der durchschnittliche Verlust beträgt um und bei 3% für Gold, während die allermeisten Monate sonst positiv sind für Gold. Vor allem der Dezember ist eigentlich ein saisonal sehr starker Monat für Gold. Aber schauen wir uns das mal an. Bullion, also Gold, ist in jedem Jahr seit 2017 im September gefallen, zwischen, naja, einem kleinen Verlust wie 2018 und dem größten Verlust in dieser Zeitspanne eben im letzten Jahr. Also eigentlich keine guten Voraussetzungen für Gold, aber das makroökonomische Umfeld ist scheinbar sehr günstig. Sinkende Zinsen, schwächer werdende Wirtschaft plus geopolitische Risiken. Das ist eine Kombination, die natürlich relativ sexy ist. Man geht in Hard Assets, man geht sozusagen, oder man kauft mit Gold auch ein, oder drückt man sein Misstrauensvotum aus, so könnte man das sagen, gegenüber dieser Entscheidung der Notenbanken zwischen Pest und Cholera. Und die Notenbanken selber kaufen ja sehr stark Gold. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen die Daten der Zentralbanken bekommen für den Juli, die vom August gibt es noch nicht. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass in Gold gedeckte ETFs wieder Geld fließt, und zwar 4 Monate hintereinander, mehr Zuflüsse als Abflüsse. Also das scheint ein Phänomen zu sein, was sich weiter durchsetzt. Jetzt hat auch ING gesagt, die Rallye hatte gerade erst angefangen, nachdem eben Paul eigentlich gesagt hat, okay, jetzt hat sich ja die Zeit geändert, wir werden jetzt den Kurs ändern, hat also im Grunde die Zinssenkungen klar angekündigt, und das wiederum führt dazu oder lässt manchen vermuten, naja, das heißt, die Inflation wird wieder kommen. Wir hatten ja heute die Erzeugerpreise gesehen und dazu gleich mehr, aber schauen wir uns erstmal an den durchschnittlichen Zinssatz in den USA seit den 1970er Jahren. Und
Und eigentlich ist das, wo wir jetzt gerade sind, also wahrscheinlich bis nächste Woche noch sind, bevor die Fed dann die Zinsen senkt, nämlich so ein Ticken über 5%. Das ist der Durchschnitt, die Norm eigentlich, wenn man jetzt das Ganze mal sich so angucken würde, seit den 1970er Jahren, wäre das eigentlich normal. Die Nullzinsphase war das Abnormale. Mit dieser Nullzinsphase hat man im Grunde aus meiner Sicht die Büchse der Pandora geöffnet. Wenn du keine Zinsen mehr hast, hast du nichts mehr, hast du kein Risikoparameter mehr. Das unterscheidet, wo riskante Anlagen sind und wo weniger riskante Anlagen sind. Wenn es keinen Zins mehr gibt, dann ist eben hier diese Unterscheidung nicht mehr möglich, weil ein hoher Zins immer ein Warnsignal ist. Oh, dann ist auch ein hohes Risiko da. Jetzt also, wenn man wieder die Zinsen senken und die Märkte erwarten sehr heftige Senkungen, das sieht man mal in der zweijährigen Anleiherendite der USA. Die Differenz zwischen eben den Leitzinsen in den USA, wie sie derzeit sind, also 5,25 bis 5,5%, und der Rendite der zweijährigen Anleihe ist so tief wie Ende 2007, nicht mehr Anfang 2008, also wenn man so will, kurz vor der Finanzkrise. Ob Ähnliches passiert, wir hoffen es nicht, aber es ist zumindest schon mal auffällig, dass diese Differenz zuletzt eben kurz vor dieser sehr scharfen Rezession war, die wir dann im Jahr 2008 ja gesehen haben. Und auf der anderen Seite die Schulden. Wir haben jetzt mal eben entspannte 315 Billionen Dollar Schulden global gesehen. Das entspricht dem globalen BIP von 360%, gut 360%. Und wenn wir uns mal die aktuellen Daten anschauen aus dem US-Staatshaushalt, dann sehen wir, die Amerikaner oder der amerikanische Staat hat eingenommen 307 Milliarden Dollar im August. Das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Das Problem ist nur, man hat im August 688 Milliarden Dollar ausgegeben. Das heißt, man hat mehr als doppelt so viel ausgegeben, wie man eingenommen hat. Man hat ein Defizit von 381 Milliarden Dollar in einem Monat gemacht, bei Einnahmen von 307 Milliarden Dollar. Also da würde jeder Firmenlenker mal ganz konkret vielleicht nachdenken, ob dieses Verhältnis auf Dauer noch zu halten ist. Aber wir haben es ja hier nicht mit einer Firma zu tun, sondern mit einer Regierung, die über die Fed natürlich Dollars drucken kann. Die Frage ist nur, wie lange werden eben die Käufer der US-Schulden das hinnehmen? Das ist die ganz große Frage. Derzeit nehmen sie es noch hin. Derzeit nehmen sie hin, dass die Renditen fallen, also die Kapitalmarktzinsen fallen. Sie also weniger Zinsen bekommen, wenn sie US-Staatsschulden kaufen. Da könnte man ja sagen, ja gut, das ist doch eigentlich ein Top-Umfeld für Bitcoin, aber das ist nicht der Fall. Ich habe hier mal die Entwicklung seit 6 Monaten, also seit Anfang März, skizziert. Gut, Bitcoin ist sehr gut in das Jahr gestartet, das muss man fairerweise sagen, aber seitdem ist die Differenz doch ziemlich heftig zwischen Gold und Bitcoin. Also Bitcoin hat dieses Versprechen nicht ganz einlösen können, zumindest jetzt in den letzten 6 Monaten, dass man ja hat, dass man sagt, ja gut, das ist ja sozusagen die Alternative zu Fiat-Geld, da scheint Gold derzeit erstmal die Nase wieder vorne zu haben. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben heute die Erzeugerpreise gesehen aus den USA und nach den gestrigen Inflationsdaten, also CPI und den heutigen US-Erzeugerpreisen, ist relativ klar, ziemlich sicher klar, dass die Fed in der nächsten Woche die Zinsen nicht um 0,5% senken wird, sondern nur um 0,25% senken wird. Die Fed Fund Futures preisen dafür, für diese 0,25er Senkung, eine Wahrscheinlichkeit von 85% ein. Und die Fed wird nicht hergehen und die Märkte hier kalt überraschen. Das ist nicht ihre Art, das tut sie nicht. Wir sehen das hier vor allem. Die Kernrate mit 0,3% deutlicher gestiegen ist. Der Rest war genau so wie erwartet. Aber wir sehen, dass dieser disinflationäre Trend sich nicht fortgesetzt hat, sondern dieser Anstieg von 0,3% in der Kernrate natürlich schon mal eine Hausnummer ist. Und auf der anderen Seite, das sehen wir auch, dass im Dienstleistungssektor nach wie vor dieser Kostendruck sehr, sehr hoch ist. Wir haben hier doch einen Anstieg wieder jetzt gesehen, vor allem zum Vormonat in diesem Dienstleistungssektor. All das wird durch die gefallenen Energiepreise abgefedert, ein Stück weit gedämpft.
Wir sehen ja, dass Öl zuletzt deutlich gefallen ist, dementsprechend auch die Benzinpreise deutlich gefallen sind in den USA. Heute dann Auftritte der EZB und die glorreiche Madame Lagarde hatte sich geäußert und gesagt, naja, also die Risiken in Sachen Wirtschaft sind eher abwärts gerichtet. Aber man würde ja mit dieser Zinssenkung dann der Wirtschaft helfen, so sagt man, so hat sie gesagt. Und der Mario mit seinem Vorschlag, nämlich der Mario Draghi, da muss man unbedingt jetzt diese Reformen mal umsetzen. Draghi hat ja faktisch gigantische Investitionen vorgeschlagen, die dann über Schulden finanziert werden, die wiederum durch eine Schuldenunion letztendlich gedeckt sind, ergo vor allem eben auch durch Deutschland gedeckt sind. Man hat jetzt die Inflationsprognose runtergenommen, erwartet für 2026 das erste Mal dann eine Inflation auch unter 2%, aber vor allem hat man die Wachstumserwartung nach unten gesenkt, jeweils um 0,1% eben für 2024, 2025 und 2026. Ja, also die Wahrsager in Frankfurt haben bisher nicht die allerbeste Arbeit geleistet, muss man sagen, was ihre Prognosen betrifft. Und es wird jetzt erstmal wahrscheinlich im Oktober keine Zinssenkung geben, denn die Fed ist ja, die EZB ist ja vorausgeeilt, hat jetzt schon zweimal die Zinsen gesenkt. Da wird man nicht gleich im Oktober nochmal die Zinsen senken, wenn die Fed jetzt erst in der nächsten Woche die Zinsen senkt. Die Fed wiederum hat dann erst im November ihre nächste Sitzung. Also spricht vieles dafür, dass man wartet und dann wahrscheinlich guckt, wie die Lage im Dezember ist, wo man ja auch neue Prognosen in Sachen Inflation, in Sachen Wirtschaft machen wird, so wie es ja heute schon passiert ist. Der Jörg Krämer von der Commerzbank, der hält diese Zinssenkung für riskant, denn die Kerninflation, also die Inflation ohne Nahrung und Energie, hat sich bei 3% festgesetzt und die Löhne steigen ja nach wie vor. Das heißt, die EZB dürfte eigentlich, was das betrifft, was die Inflation betrifft, müsste sie eigentlich vorsichtiger agieren, aber weil sie Angst hat, dass die Wirtschaft sich weiter abschwächt, wird sie dennoch die Zinsen senken, sagte der gute Jörg Krämer. Was er und andere sagen, das können Sie hier nochmal sehen, in diesem Artikel, den ich Ihnen empfehle, den Sie gerne auch weiterempfehlen, die Experten über die Zinssenkung. Wie wird es jetzt weitergehen? Betrifft uns ja ein Stück weit alle. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung ist, der zweite Teil des Marktgeflüsters, da schauen wir mal verstärkt auf die US-Aktienmärkte und auf die ziemlich desaströse Entwicklung in China. Also bis gleich, den Link packe ich wieder unter das Video. Seien Sie dabei. Ich sage erst einmal Servus, ciao.